Ja. So. Ach, fertig. Wir sind schon so lange unterwegs. Jetzt muss ich einfach mal in die frische Natur raus. So. Ja. Unser guter Onkel Bernhard, der hat leider das Zeitliche gesegnet. Und deshalb ja, sind wir gerade auf dem Weg nach Steppenbach. Oder Stappenbach? Ich weiß gar nicht, wie das Dörfchen heißt. Weil, naja, der hat uns da einige Sachen hinterlassen. Und ja, ich muss mal gucken, was das alles war. Und dann müssen wir mal schauen, was wir daraus machen. Verdammt! Hallo? Na, ihm geht's gut. Aber den hätte ich jetzt fast überfahren. Heieiei. So, hier. Wie heißt das jetzt genau? Stappenbach. Okay, Kreis Bamberg. Naja, da sind wir wohl im Frankenland, ne? Das sieht ja sehr beschaulich aus hier. Eieiei. Die Kirche ist aber laut. So. Der Bernhard hat mir nämlich gesagt, ich soll mal zum Händler fahren. Ja. Und der muss hier irgendwo sein. Hier, da sieht's danach aus. Es müsste Händler sein. Und dann sollen wir da mal nachfragen. Der hat gesagt, auch in seinem Testament steht es so drin. Dass hier einige Sachen für uns bereit liegen. Na. Mal gucken, wie weit können wir denn noch hinter? Ich sehe nichts. Na gut, wird schon so passen. So. Und dann fragen wir mal gerade nach. Also der werte Herr hier hat mir gesagt, dass dieser LKW hier für mich ist. Ein Tatra Phoenix. Bin ja froh, dass ich den LKW-Führerschein gemacht habe. Und der Bernhard hat mir auch eine Karte hinterlassen. Ups. Ne, steigen wir mal wieder ein. Der hat mir eine Karte hinterlassen, wo er draufgeschrieben hat, dass er mir auch noch diverse andere Sachen hier gemacht hat. Und dass ich die jetzt alle abholen soll. Und anschließend soll ich zu einer Halle im Wald fahren, die auch mir gehören soll. Naja, wir müssen jetzt gerade mal gucken, dass wir das hier alles geregelt bekommen. Ich stelle das gerade mal hier beim Nachbarn aufs Grundstück. So. Ja, und die Halle im Wald. Irgendwie, Moment. Irgendwie ist gerade der Ton ein bisschen laut. So. Und die Halle im Wald ist aber das Einzigste, was wir da noch haben. Ja, und dann müssen wir da mal gucken, was wir daraus machen. Ich weiß noch nicht, ob ich hier bleiben möchte. Ist halt schon ein Unterschied zur großen Stadt.
Aber wir müssen uns das auf jeden Fall mal angucken, ja. Ich kann nicht einfach so das Erbe von Bernhard ausschlagen. Ich war auch noch nie mit so großen Maschinen unterwegs. Aber wir gucken uns das alles mal an. Dann können wir immer noch entscheiden später. Der erste Konvoi steht. Dann gucken wir mal, ob wir hier aus Stappenbach rauskommen. Ich mach grad mal. Kann man die rundum leuchten, weil das ist ja schon ein Riesenkonvoi hier. Ja, und da kommt natürlich schon das erste Auto. Kommen wir hier vorbei an dem Zaun? Ich weiß gar nicht, wo die. So, wo müssen wir denn hin? Oh, wir sind gleich mal falsch gefahren. Dann müssen wir hier nach links fahren. Wir müssen zur 129. Oh, da steht ein Auto. Habe ich gar nicht gesehen. Na, hallo? Hupt er mich einfach an. So. Wir gucken mal, ob wir da schnell hinfinden. Oh, jetzt kommt da noch ein Auto. Wir müssen ja irgendwann mal links abbiegen. Nehmen wir doch mal die Kreuzung hier. Aber da gibt es keinen Weg. Na, no, was haben wir denn jetzt gemacht? Was der uns hier für Aufgaben gibt. Ich hoffe mal, dass wir heile an unserer Halle ankommen. Schon wieder hängen geblieben. Aber woran denn? Ah, unser Anhänger hängt. Ja, gucken wir mal. So. Ja, und wir haben schon 5:30. Mei, ich hätte früher losfahren sollen. Oh, wo bleibt man denn jetzt schon wieder hängen? Schon wieder an so einem Kackbaum. Meine Herren. Achso, ich muss mal gerade auf die Karte gucken. Oh, wir sind völlig falsch gefahren. Also links hoch und dann. Ja. Schauen wir mal, ob wir das alles hinkriegen.
Hier muss irgendwo. Irgendwo. Irgendwo war die Halle hier. Hier oben. Da muss ich jetzt hoch. Und das mit dem Auflieger. Mit der Maschinerie. Na, das wird eine Aufgabe. Ich habe noch keine Ahnung, wo der Weg hier lang geht. Nein. Jetzt kommen da drei Autos. Naja, da müssen wir durch. Aber da kommen wir nicht rum mit dem Riesenzeug da hinten dran. Wir müssen das so probieren. Na, wir kommen glaube ich durch. Aber ich glaube, das erste, was wir hier mal machen müssen, ist einen besseren Weg dann anlegen. So. Ja, aber schön ist es hier. Schön hat sich das der Onkel rausgesucht. So, jetzt hängen wir den mal ab. Und dann setzen wir den ersten Auflieger da mal einfach rein. Ich dachte, die Aufgabe wäre ein bisschen einfacher. Und vor allem hat er uns hier eine viel zu kleine Scheune vererbt. Also, nächstes Mal hätte ich gerne eine größere. Aber ich glaube, jetzt lassen wir einfach mal alles hier. Die Hydraulik können wir mal in die Halle reinstellen. Und zum Glück hat der LKW hier genug Kraft. So, jetzt holen wir noch kurz den anderen Trailer. Und dann müssen wir auch weiter. Wir müssen heute nämlich noch unser ganzes Equipment holen. Oh, Scheiße. Na, Mann. Hättet ihr nicht ein bisschen warten können? Dass sie immer so ungeduldig sind. So, lässt du mich bitte? Danke. Sehr freundlich von dir. Bernhard, Bernhard. Was hast du uns da gegeben?
Es wird eine Aufgabe hier, aus dem ganzen Haufen hier auch was Produktives rauszubekommen. Naja. Gut. Ein Teil haben wir schon mal da. Und dann fahren wir jetzt mal den Rest holen. Verdammte Axt. Ich glaube, ich spinne. Die haben zugemacht. Die haben zugemacht. Da hinten ist auch zu. Ich wollte meine Sachen voll abholen. Der gehört nämlich auch uns. Na, was ist denn jetzt los? Na, so ein Scheiß. Ich wollte hier gerade mal alles abholen und jetzt ist alles kaputt. Komme ich hier auch nicht mehr raus? Ne, ich komme hier nicht mehr raus. Naja, ich kann euch noch zeigen, unser Bernhard hat uns hier noch ein Skitter gegeben. Ja, einer der besten natürlich. Und diesen Traktor. Naja, der liegt jetzt gerade irgendwie auf der Seite. Ein Linder. Oder Lindner. Ich weiß es gar nicht. Und noch verschiedenes Holzwerkzeug. Ja. Ja, aber dann kann ich jetzt auch nichts machen. Dann müssen wir hier warten, bis morgen ist. Und ja, morgen geht's dann weiter. Da fahre ich dann mal schnell unsere Sachen alle dahin, wo sie hin müssen. Und ja, ich hoffe mal, dass wir bald mit der Produktion von Holz schon anfangen können. Weil wir haben irgendwie keine Kohle. Und das ist irgendwie, naja, ein bisschen ungeschickt, ne? Okay, dann suche ich mir gerade mal ein ruhiges Plätzchen und dann schnarche ich mal eine Runde. So, hier. Ich nehme, glaube ich, gerade mal diesen Waldweg. Also, bis morgen.